Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chickas und Chickas da draußen. Der Slay ist wieder am Start, gemeinsam mit dem Kuro, so wie immer. Jo. Ja, uns ist irgendwie was Doofes passiert. Wir wissen auch nicht, wie es passiert ist, weil, ja, wir haben jetzt ich bin seit letzter Woche schon wieder da. Wir hatten letzte Woche dann auch als Überraschung für den ersten Advent schon die neue Skyrim-Folge aufgenommen. Also, ich hoffe, dass es jetzt alles klappt, dass die noch heute rauskommt. Ja, weil irgendwie ist von der letzten halben Stunde Aufnahme das Videomaterial weg. Wir wissen nicht, wo es hin ist, wir haben es nicht wiedergefunden. Wir haben jetzt eben kurz eine Testaufnahme gemacht und ja, ich habe schon wieder vergessen, wo ich letzte Woche stehen geblieben bin. Deswegen nehme ich jetzt auch nochmal auf und deswegen sind wir jetzt auch nicht da, wo wir aufgehört haben. Ich hoffe, ihr könnt uns verzeihen. Wir haben alles. Nein, was heißt wir? Skyline hat seinen ganzen Rechner gesucht und hat es nicht gefunden. Ach ja, wir hatten das beschworene Schwert gekriegt, wo ich mich tierisch drauf feier, weil ich dieses Schwert einfach liebe. Ich weiß wieder, wo wir waren. Wir sind auf der Suche nach einem Stück von genau. Wutrad. Und ich bin zig hundertmal gestorben. Ja, und das Ganze mit dem Werwolfjäger versteckt. Genau, wir machen nämlich gerade dieses Pferd. Ich werde euch umbringen. Das war alles. Ja. Aufgepasst. Ja. Ich glaube, da wollte ich gerade ergeben. Brauchen wir Stahlpfeile? Ja, brauchen wir. Ja, nimm erstmal alles mit der Pfeile. Lalala. Magika brauchen wir ja jetzt, wo wir das beschworene Schwert haben. Was immer noch ultra geil ist. Laufe ich gerade zurück? Ja. Da kommst du. Okay. Da hast du dich selber eingesperrt. Genau. Da war ich so doof. Hui. Nein, ich war natürlich nicht doof, sondern das gehört ja alles zur Story. Also zur Quest. Ja, zur Quest. Zur Gefährten-Story. Also, wir waren in der letzten Folge, weil ich war halt lange weg und ja, Kurzfassung war, mir ging's nicht gut. Ich war ein paar Wochen in der Psychiatrie und jetzt bin ich wieder da. Da hinten steht gleich was auf. Andere Seite. Ja, da auch. Meinst du das? Das steht nicht auf. Nein, nein, nein. Okay. Wo bleibt mein Schwert? Hey, Arschloch. Wie bin ich denn jetzt gestorben? Die Katze von hinten erschlagen, die andere. Och, was für blöde Biatch. Mir fällt aber auch gerade was auf. Skyline hat einen Fehler in seiner Planung. Wieso? Wenn wir das jetzt aufnehmen und rendern und alles, dann ist das heute Abend erst fertig gegen 20 Uhr, auch mit Hochladen. Ja. Wie will er denn dann das andere für heute auch noch hochladen? Genau das. Sag ich dir, soweit ich es weiß. Weil ich meine, sein 20 Minuten, was er letztens gemacht hat, das hat auch bis 12 Uhr abends, kurz bevor er wieder kam, geladen. Okay. Mit Rendern und Hochladen.
Erstmal heilen. Nein, ich kann auch rennen! Ja, würde ich dir sogar empfehlen. Genau. Was haben wir eigentlich noch an Tränken? Sorry. Ich habe gerade irgendwie von einem meiner Lieblingsbier einen Ohrwurm gekriegt. Heile Segen von Mono Inc. Warum macht Farkas jetzt nichts? Weil er verwundet ist und sich erst regenerieren muss. Ja, aber wovon? Er war auch in Kämpfe verwickelt? Das ist doch kacke. Jetzt 5 Minuten Aufnahme und ich bin schon zweimal gestorben. Ja, ich hab echt Skill. So, mal kurz gucken. Waffen. Wir benutzen. Das Problem ist einfach nur, diese die beschworenen Waffen haben nicht so viel, machen nicht so viel Schaden. Die beschworenen Waffen sind auch voll krass. Ich benutze. Ja, aber die haben keine Zusatzeffekte oder sonst irgendwas. Okay, das war fail. Du beschwörst einfach nur und das war's. Die können nicht mehr. Doch, du kannst die, wenn du dann Beschwörung ein bisschen levelst, werden die auch sau stark. Außerdem musst du überlegen, wie Silber die Schwerter. Warte, was? Was? Du musst überlegen, wie silberne Schwerter sind gegen Werwölfe auch ein bisschen effektiv. Ja, ich bin ja noch kein Werwolf. Ja, aber Farkas. Ja, aber der wurde doch nur mit Pfeilen angegriffen. Nein, auch mit dem Schwert von ihm. Echt? Ja. Okay, hab ich nicht gemerkt. So, diesmal hab ich aber den King auf Arsch. Von dem man nicht vorwärts. Nee, das war. Das war eben wer anders. So. Hi Farkas. Hallo, du Ork. Geh mal auf den Silberfeld. Ich weiß. Besonders wirkungsvoll gegen Untote, das weiß ich doch. Und dazu gehören die Werwölfe leider auch. So, hier war nix. Nee. Nein. Außer eine Schaufel. Hallo Schaufel. Ja. Gehst du da hin? Geht den einen Jorger da unten? Hallo, ich will. Lass das am besten. Mein Kleinvieh macht zwar auch Mist, aber irgendwann geht's einfach auf die Nerven. Farkas ist irgendwie doof, oder? Ich werde den Schnee mit eurem Blut färben. Mami! Haben wir keine Heiltränke? Doch, haben wir. Wir Ich muss mal wieder öfters Skyrim spielen. Ich bin total raus. Wirklich so auf so einem hohen Level und du weißt auch, was für ein Schwierigkeitsgrad das geht. Ja, das geht jetzt immer wieder von vorne los. Genau, ich weiß, was ich mache. Heilen. Oh, ich bin geheilt. Okay, und dann will ich Skyline nehmen und das andere Schwert. Was war scheiße? Skyline am Bogen. Wo ist Hacker? Ach da. Wechsel nochmal die Waffen. Das macht keinen Sinn hier mit einem Bogen. Vor allem nicht so
Also, wir haben doch noch andere Pfeile. Waffen. Stahlpfeile. Orkpfeile. Nordpfeile. Ja, Farkas, ich wollte dich. Aufgepasst, Bruder. Aufgepasst, Bruder. Das war schon alles. Könntest du mal wie jeder normale Mensch sterben, wenn ich dir Pfeil im Kopf schieße? Ich habe auch kein Mensch. Natürlich, das ist eine silberne Hand. Silberne Hand sind wie nur Menschen. Guck dir mal sein Gesicht an. Und seine Ohren. Jetzt überleg ich. Autsch! Ihr macht mich wütend! Entschuldigung, dass ich gerade so geschrien habe, aber das hat beim Hingucken ja schon weh getan. Okay, auch doofe Idee. So lange gehen mir die Ideen aus. Mir fällt allerdings gerade dazu auch nichts mehr ein. Warte. Ganz ehrlich, ich habe da auch keine große Strategie, wie man rangehen soll. Okay, nächster Versuch. Die bringen alle noch nichts. Was war das? Okay. Gefällt euch das? Kurz weiter, kurz weiter, weiter. Oh, ich hab schon wieder keine Ahnung. Okay, Waffen. Da müsst ihr schon besser sein. Jetzt stirb! So, jetzt würde ich aber auch mal sagen, speichern. Oh ja. Okay, hey, da vorbeizukommen. Oder da jetzt. Ja. Diese Kampfszene nicht nochmal sehen. Ich auch nicht. Und ich würde auch warten, bis du überhaupt irgendwas machst, um dein Leben zu regenerieren. Alter, das hören die da draußen. Deswegen kommen die ja immer so schnell an. Wir filmen gerade ein Seelenschein, das finde ich irgendwie cool. Zerstörung. Wo war nochmal Favo genau? Wow, das hat's ja vollgebracht. Ja, nimm wieder die Axt. Hä, wie kann ich mich one-hitten? Ich war fast voll! Ihr braucht etwas? Macht einfach keinen Sinn. Ihr seht nicht gut aus. Macht's auch nicht! Mal ehrlich. Also, Leute, ich fühle mich ja gerade echt verarscht. Ihr habt's gesehen, mein Leben war fast voll. Und. Entschuldigung. Ich verliere gerade echt den Glauben an das Spiel. Wollte ich auch nicht. Ganz ehrlich, die Zauber machen auch einen glücklichen Sinn bei so einer starken Tastung von dir. Das ist ja jetzt auch nicht für die. Du kannst dich mit den Bogenschützen nur brauchen. Ich will aber trotzdem das unterbrechen. Die hört das trotzdem, allein das Aufstehen. Weil der sich ja dann meldet. Ich hasse es, wenn du recht hast. Aber wieso habt ihr das nicht bewegt? Die hat doch nur so. Hol sie an! Ich hatte jetzt der Pfeil erledigt. Was für Pfeil? Du hast gerade einen Pfeil abgekriegt. Die Bogenschütze stand da hinten. Da war eine Bogenschütze? Ja, die ist gerade hinten rumgekommen und hat auf dich gezielt.
Au. Ja. Also, wenn das Mr. T wüsste. So ein Problem. Naja, ich habe mal 15 Minuten an dieser Scheißstelle vorbeizukommen. Und dann darf ich's versuchen, oder was? Mhm. Toll, toll, toll. Ja, genau. Erstmal schön heilen, bevor du irgendwas Wiederherstellung müssen wir unbedingt weiter in der Bin. Nee, weiter runter. Geh mal bei doppelt hoch. Und Erholung. Irgendwo war nämlich was, was auch Ausdauer gleichzeitig mit regeneriert. Nein. Oh, verdammt. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich weiß jetzt gerade nicht, wo das ist. Das ist auf jeden Fall irgendwas anderes. Genau. Weil damit regeneriert die Ausdauer nämlich auch scheiße schnell. Skyline ist immer noch ein Bogen. Wir wollen was ausprobieren. Wenn du noch Zeit hast, ja. Nein. Parker, komm. Danke. Kommen Sie nicht. Genau. Aber Junge. Okay. Immerhin. Jetzt geht die Tür auf und du kriegst gleich so ein One-Hit-Kill. So. Wo sind sie? Schade, dass es jetzt nicht das Adlerauge gibt, um die Gegner zu lokalisieren. Oh, ich habe was umgeschmissen. Ey, das ist ein Problem. Wo sind die? Da oben. Das ist die Bogenschütze. Und da kommt die andere. Alter, dein Leben wird nur einmal zugelangt. Verdammt. Auch wenn ich jetzt mit dem Kampf dann bin, sobald ich die Bitch da gekillt hab, schon für das harte Wort. Komm, wo bist du? Läuft jetzt sowieso nach links und rechts immer hin und her. Schießt. Ihr macht mich wütend. Alter, ist das schon alles? Ich liebe gute Kämpfe. Was? Gute Kämpfe? Da hab ich mich dann mal. Die Alte steht da noch und der Bogenschützin ist da oben. Wo seid ihr? Die haben euch schon wieder aus dem Blick verloren. Ja, ich seh's. Ach, bin ich doof. Da seid ihr ja. Nein! Das war schon alles. Mehr habt ihr nicht drauf? Gut, dass das die andere überhaupt nicht juckt. Oh, plötzlich. So. Nummer 1 hätten wir. Speicher. Genau. Sorry, dass wir jetzt so viel speichern, aber das geht uns gerade tierisch auf die Nüsse. Ja. Rennen! Wenn sie nicht einmal trifft, ist sie wieder tot. Aber es gibt ja noch Fakten. Immer schön auf den Kopf stehen, macht am meisten Schaden.
Und jetzt ins Knie. Ich hab gesagt, nicht umdrehen. Brüll! Ah, Wand! Das war eine Wand, Leute. Ja, aber jetzt haben wir wenigstens eine schon mal. Warte, was war? Hast du gesehen, ob das Nord war oder? Ja. Warum? Ich hab noch eine Idee. Eiszauber? Nee, Eiszauber haben wir keinen. Stimmt, war ja nur Tonke und Flamme. Ruhig da stehen. Ach, fuck, hast du Trottel. Ihr macht mich wütend. Ja, geh sie auch hauen. Abi. Schnauze voll. Mein Gott. Hä? Sie hat auf Fackers gehabt. Du standst dazwischen. Oh Mann. Sie hat den angegriffen, der vor ihr stand. Leute, das ist gerade echt so Mäul. So, das heißt eine ganze Folge, allein diese eine, aber wir sind nicht die einzigen, die sowas mal hatten. Oh Mann, wir sind echt schlecht. Ja. Ich glaube, das ist die erste Folge, wo ich so richtig hart verkackt habe. Ja, so oft wie hier bist du noch nicht gestorben. Und jetzt hinrennen! Okay. Ja, okay. Da war ich jetzt doof. Stopp mal. Gott, es rattert. Ich riech es, wie er denkt. Ja, vor allem er riecht, wie ich denke, weil vor allem meine Gehirnzellen fangen an zu kochen und fangen an zu brennen. Aha. Leck mich. Genau. Renn einfach dran vorbei, nach oben. Da liegt eine Leiche. Hey, Schlampe! Ja, natürlich kommt die dir hinterher. Sie sollte bei Farkas bleiben. Das ist doch Verarsche. Alter, lauf nicht gegen die Wand, lauf da rein. Schieß einfach mal auf diese scheiß Urne, damit die kaputt geht. Wie? Ja. Guck mal, jetzt geht er auch durch die Tür. Da war dein Denkfehler. Mir werdet ihr nicht erwischen. Nochmal. Und jetzt am Schweigen. Alter. Verarscht oder was? Das war der Fehler an der ganzen Sache. Es lacht dieser scheiß Krug in der Hand. Und du weißt, wie schlau die Computergehilfen sind. Leute! Die können einfach nicht an Gegenstände vorbeilaufen, wenn sie mitten im Weg liegen. Oder irgendwo am Rand. So, und wofür haben wir den Scheiß jetzt gemacht? Für Dietrich, oh Gott. Und den Amethysten. Ja, aber es kommt noch mehr, das weißt du. Wir sind hier auf der Suche nach dem Stück von Gutrat. So, da ist die. Ja, dann nimm gleich die Pfeile mit. Geschwächert hatte ich jetzt, ne? Ja. Okay. Ich würde mich aber trotzdem einmal kurz repeat teilen. Oder wie auch immer. Auf jeden Fall schnell.
Alter, du sollst dich heilen und nicht erst was einsammeln. Gott, oh Gott, ich glaube oben war auch noch irgendwo eine Truhe. Oder waren das einfach nur... Wann war hier oben eine Leiche? Ja, Leiche mit Gold und Stahlschwert. Ein Drosselei. Ui. Also um den Ring zu sehen, muss man aber auch zweimal hingucken. Ja, ich habe eigentlich gedacht, das ist irgendwie ein kleiner Fehler. Da ist es verschüttet, da kommst du nicht weiter. Außer die Truhe, die da liegt. So, ich zeige euch jetzt, warte. Es ist ein Meisterschloss. Ja. Da speichere ich immer vorher. Ja. Ja. Nein. Auch nicht. Ich knacke jetzt dieses Meisterschloss. Ich weiß noch nicht wie, aber ich werde es schaffen. Okay, nein. Yes! Und warum? Weil ich einfach Skill hab, Mann! Weil ich einfach mega Skill hab! Ich glaube, die Schuhe sind besser als unsere. Gucken wir mal kurz. Menze! Kuro! Ich muss kacken! Oh, ihr seid noch aufnehmen. Hallo Skyline! Hi. Wie war's Essen? Lecker. Kuro! Entschuldigung, dass ich halt so schreie, aber der Kuro war gerade nicht im Raum. Ich muss mal mit dir schimpfen. Warum? Wieso hatten wir keine Schuhe? Was? Wir hatten keine Stiefel. Keine Ahnung, ist mir auch noch nicht aufgefallen. Ehrlich? Ja. Denkst du, ich verarsche dich jetzt oder was? Leute, ihr habt es eben gesehen. Wir hatten keine Stiefel. Entschuldigung, dass ich zwischendurch jetzt so laut geworden bin. Oh Mann. Ich hab mir keine Stiefel. Du hast die Rüstung geschmiedet. Nein, die hatten wir so gefunden. Echt? Ja. Oh. Ich schmiede doch keine Rüstungen. Jetzt schon. Ja. Wenn dann Waffen. Ha, ich wusste doch, da war was. Denkst du, ich hab jetzt eine Ahnung, warum wir keine Schuhe hatten? Okay, aber jetzt haben wir welche. Da liegt noch ein Goldstück und ein paar Tränke und noch mehr Gold. Und ein schwules Schleichwert. Oh Gott. Fällt mir gerade ein. Wir sind eine neue Stufe, ne? Ja, ich weiß. Gut. Da ist keine. Okay. Wow. Schon bekommen ist schon. Ja, würde ich noch mal anmachen, immer. Genau. Mm-hmm.
Ränder, solange ihr noch könnt. Ja, irgend so ein hässlicher Ork. Und ich hab nicht diesmal nicht uns gemeint. Ich weiß nicht. Entweder ist es noch zu früh oder ich bin heute zu doof. Ganz leicht geblockt. Das war gar nichts. Ja, ich hab's gemerkt. Parker, du kannst wieder aufstehen, es ist tot. So, die Sörnerhand hat uns ein bisschen Arbeit abgenommen. Ein bisschen ist gut. Die Trottel sind ja doch zu was Nütze. Ja, ihre Schwerter sind effektiv gegen Untote. Ich bin auch gerade am überlegen, ob wir eventuell zwei von den silbernen Handschwertern mitnehmen sollten. Wofür? Für die Dwarga. Hi. Okay. So mag ich das. So mag ich meine Trorge. Schlafend. Was für ein Zauber hat eigentlich unter einer Stadt nochmal? Zagok? Ja. Ich glaube Eis. Postschaden. Ja. Andersrum. Ja, nein, doch nicht. Da liegt ein toter Droge. Tote Droge sind nie ein gutes Zeichen. Klar, Meisterschloss kriege ich auf. Aber so. So ein scheiß Adeptenschloss nicht, oder? Ja, okay, ich habe auch. Dietrich für das Meisterschloss gebaut. Speichern wir es nochmal. Genau. Oh! Ja. Perfekt. Okay, wir haben nicht auf die Zeit geachtet. Gut, da verabschiede ich mich. Ist, wie gesagt, aber sorry, dass ich während der Folge jetzt zweimal so geschrien habe. Sorry, dass wir nicht so viel geschafft haben, aber die Stelle war echt scheiße schwer. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, oder? Ja. Tschaußen.